dritt sind, hätten Sie drei Berichte anzuhören. Das wäre nach meinen Vermutungen etwas zu viel des Guten. Und weil ich ja schon einmal dran war, fasse ich mich kurz. Wir hatten eindrucksvolle Erfolge. Bei den Landtagswahlen im Osten unseres Landes haben wir exzellent, bei der Europawahl gut, in den Stadtstaaten immerhin recht ordentlich abgeschnitten. Für einen Neuling wie die AfD, die als David gegen einen Goliath angetreten war, keine geringe Leistung. Dass sie gelang und dass sie so gut gelang, ist ihrem Engagement, dem Geschick unserer Bundesgeschäftsstelle und der Einsatzbereitschaft aller möglichen Gremien zu danken, unter denen ich meine Kollegen im Vorstand sowie unsere Schiedsgerichte, die wir mit Arbeit überschwemmt haben, besonders hervorheben möchte. In unser aller Interesse hoffe ich, dass wir Ihnen, den Schiedsgerichten, in Zukunft weniger Arbeit machen werden als bisher. Natürlich haben wir auch Fehler gemacht, eine ganze Menge sogar. Ich auch. Bei Leuten, die für die Politik, aber nicht von der Politik leben wollen, waren sie unvermeidlich und eben deshalb, wie ich hoffe, auch verzeihlich, vorausgesetzt, dass wir aus ihnen lernen wollen. Mehr über Personalia, weniger über Personalia und mehr über Politik zu reden, das wäre meiner Ansicht nach die Hauptaufgabe eines neuen Bundesvorstandes. Denn Politik zu machen, Politik zu formulieren und politische Ziele zu setzen, das ist unsere Aufgabe. Ich möchte aber auch hinzufügen, dass eines klar sein sollte. Erfolge und Misserfolge haben wir gemeinsam erzielt, gemeinsam errungen und gemeinsam erlitten. Versuche den Sieg sich selbst, Enttäuschungen und Niederlagen aber den anderen zuzusprechen, sind meiner Ansicht nach wenig nützlich und überdies unhöflich. Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung zu jenem Wort, das uns so oft und regelmäßig natürlich in böser Absicht angehängt wird. Ich meine die Protestpartei. Wir protestieren doch gegen Berufspolitiker, die ihre Interessen im Auge haben, wenn sie vorgeben, den unseren zu dienen. Gegen einen Parteibetrieb, der Professionalität sagt und Geld und Stellen, Ämter und Mandate meint. Wir protestieren gegen Gewählte, die sich von uns, den Wählern, immer weiter entfernen. Gegen Volksvertreter, die dem Volk nur deshalb aufs Maul schauen, um es ihm gründlich zu stopfen. Meine Damen und Herren, das wollen wir ändern und das werden wir ändern, wenn man uns lässt. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Adam. Jetzt meine Frage.